Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von Beautiful Code in Python. Und heute wollen wir uns mal mit dem Thema verschachtelte Schleifen oder ineinander geschachtelte Schleifen beschäftigen und wie man diese verhindern kann. Der Kanal heißt ja nicht umsonst Beautiful Code in Python, und wenn man etwas besser in Python schreiben kann als so normalerweise, dann ist das ein Thema, wie man Verschachtelungen und Einrückungen möglichst vermeidet. Jetzt kann man natürlich, was das Thema Schönheit von Code, immer unterschiedlicher Meinung sein. Ist ja Geschmackssache und so weiter und so fort. Aber das Schöne bei Python ist ja, wenn man sich fragt, was ist im Sinne von Python schön und was ist eben weniger schön, dann gibt es ja das Zen des Pi. Also quasi die Grundsätze, wie man Python-Programme schreibt. Und wie das in Python halt so üblich ist, hat man das als Modul entwickelt. Und dieses Modul können wir mal importieren. Und ich befinde mich hier in meinem Editor meiner Wahl. Das ist Visual Studio Code, aber ihr könnt jetzt jeden beliebigen Editor dort benutzen. Und übrigens, für wen ist dieses Video geeignet? Diesmal ist das auch ein Video, was auch für Anfänger geeignet ist. Also es ist nicht kompliziert. Es geht eigentlich darum, wie man besser in Python bestimmte Programme schreibt, in diesem Fall eben verschachtelte Schleifen. Oder anders ausgedrückt, wie man besser Pythonic Code schreibt, wie es immer so schön heißt. Also so, wie sich der Erfinder von Python das mal vorgestellt hat. Und der hat dieses Zen des Pis auch mitentwickelt. Und man bekommt das, indem man einfach die Bibliothek sys importiert. Und wir können das einfach mal starten, dieses Programm, das aus nichts anderem besteht als Import sys. Und dann wird uns das Zen des Pi wiedergegeben. Und oh, es ist gar nicht von dem Erfinder von Python, sondern von Tim Peters, wer auch immer Tim Peters ist, geschrieben worden. Und das erste, was hier auftaucht, ist: Beautiful is better than ugly. Deswegen, erster Grundsatz ist bei mir im Kanal dann quasi in dem Titel verinnerlicht worden, nämlich Beautiful is better than ugly. Also schreibt einfach schönere Code. Aber die Frage ist halt, was ist denn schöner? Und es gibt hier eine ganze Menge an Statements. Und hier ist ein Statement oder ein Grundsatz oder eine Regel oder ein Gebot, wie immer man das nennen möchte: Flach ist besser als eingerückt. Und das nächste Thema, was bei mir auch sehr hoch hängt, ist: Readability counts, also die Lesbarkeit zählt. Und was ich auch immer sehr schön finde, ist, wenn die Implementation hart zu erklären ist, also wenn es schwer ist, das zu erklären, was man da gerade implementiert hat, dann scheint es eine schlechte Idee zu sein. Wenn man das einfach erklären kann, dann scheint das eine gute Idee zu sein. Und so machen wir das jetzt hier auch. Also es gibt hier mehrere Gebote, die in diese Richtung laufen, dass man eigentlich insbesondere diese hier verschachtelte Schleifen versucht zu vermeiden. Und damit man auch mal sieht, wie man das normalerweise so macht mit verschachtelten Schleifen, programmieren wir das hier mal gleich rein und sagen: Okay, Import sys haben wir gehabt, das Zen des Pi, prima. Und was meine ich mit verschachtelten Schleifen? Nehmen wir einfach mal an, wir haben einen Würfel, das ist nun mal ein dreidimensionales Gebilde, so ein Würfel. Und wir möchten ganz gerne die entsprechenden Koordinaten dieses Würfels abfragen in den Dimensionen x, y und z. Also auf der horizontalen, auf der vertikalen und auf der tiefen Achse die Koordinaten dieses Würfels. Und wir haben halt in diesem Fall einen Würfel, der besteht aus 2 mal 2 mal 2 Elementen. Und die übliche Vorgehensweise ist, dass man dann sagt: Okay, ich muss jetzt diese x, y und z-Koordinaten abfragen. Und wenn der Würfel eben zwei Elemente hat, dann sage ich: For x in Range 2. Und dann durchläuft dieses x die Werte 0,1, weil eben Range 2 bedeutet, dass er immer von 0 anfängt in diesem Fall. Und bis exklusive 2 vorgeht, also von 0 bis inklusive 1. Und dann haben wir unsere zwei Elemente, nämlich 0 und 1. Und das ist die x-Koordinate, die ist entweder auf 0 oder auf 1. Dann sagen wir, jetzt holen wir uns die y-Koordinate in diesem Würfel. Auch wieder Range 2, weil es ja ein 2 mal 2 mal 2 Würfel ist. Und dann haben wir unsere y-Koordinate auch von 0 bis 1, die aber hier geschachtelt läuft. Das heißt also, unser x ist erstmal 1.
Und dann läuft die y-Koordinate los, und weil das eben eine eingerückte Schleife ist, die jetzt erst einmal losläuft, wird jetzt hier das y auf 0 gesetzt, danach dann auf 1 gesetzt, das x bleibt weiterhin auf 0. Und hier haben wir dann eben, würden wir dann, wenn wir x und y ausgeben würden, würden wir dann zuerst eine 0, 0 zurückbekommen und dann eine 0, 1 zurückbekommen. Und dann wechselt das x auf 1 und dann kriegen wir eine 1, 0, weil das y dann wieder unter dem x-Wert 1 zwei Durchläufe macht. Nämlich dann ist das y 0 und dann danach 1 und dann haben wir alle vier Möglichkeiten, wenn wir hier in zwei Dimensionen arbeiten würden. Wir machen aber in drei Dimensionen. Dann machen wir vor z in Range 2. Und damit man dann mal sieht, was dabei rauskommt, printen wir mal x, y und z aus. Und dann sieht man hier unten die Ausgabe und dann haben wir hier 2 mal 2 mal 2 Koordinatenmöglichkeiten, nämlich alle Möglichkeiten, die in einem 2 mal 2 mal 2 Würfel vorkommen können, nämlich x, y und z steht alle auf 0, dann x, y und z, da steht das z auf 1, dann geht das y auf 1 und hier ist eine 0, 1, 1 und dann eine 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 und 1, 1, 1. Insgesamt 2, 4, 6, 8, weil 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8, 8 Varianten, die wir hier durchklimpern. Und die Frage ist, okay, das ist so das, was jeder machen würde, auch in anderen Programmiersprachen, diese sogenannten Nested Loops oder auf Deutsch geschachtelte Schleifen. Und in unserem Zern auf Pi wissen wir eben, aha, flat is better than nested. Also flach wäre besser als eben dieses Eingerückte. Und um das zu erreichen, gibt es eben in Python auch ein Modul, das genau für solche Zwecke entwickelt wurde, die sogenannten Iter-Tools, die uns helfen bei Iterationen. Und das hier sind Iterationen, wo wir eben in Schleifen einzelne Fälle durchgehen, um eben alle Kombinationsmöglichkeiten von 2 mal 2 mal 2 als Zahl rauszubekommen. Und deswegen importieren wir uns hier mal die Iter-Tools. Und mit den Iter-Tools machen wir jetzt genau das Gleiche, was wir hier oben gemacht haben, bloß eben jetzt mal nicht mit geschachtelten Schleifen, sondern unter Nutzung der Iter-Tools. Und dann sagen wir vor x, y, z in Iter-Tools. Und dort nutzen wir eine Funktion, die heißt Produkt. Und das Produkt liefert uns alle Variationsmöglichkeiten aus einer gegebenen Liste oder einer gegebenen Menge zurück. Und dann sagen wir, die gegebene Menge ist Range 2. Also alle Zahlen von 0 bis 1 inklusive. Und was wir zurückbekommen wollen, wir möchten drei Zahlen zurückbekommen, die eben alle Kombinationsmöglichkeiten von 0 bis 1 durchspielen. Dann sagen wir hier repeat gleich 3. Und das ist schon alles. Und dann sagen wir wieder print x, y und z. Und was macht diese Funktion? Die sagt, okay, ich habe hier eine Range von 0 bis 1. Und ich soll drei Zahlen daraus nehmen. Also sage ich, okay, wie viele Möglichkeiten gibt es von 0 bis 1, wenn ich drei Zahlen darstellen will? Dann sage ich, okay, es gibt dreimal die 0 und dann gibt es 0, 0, 1 und so weiter und so fort. Und diese drei Zahlen, die ihr rausbekommt, ordnet er sofort eben den Variablen x, y und z zu. Und wenn wir das jetzt hier auch mal ausgeben, und ich mache hier nochmal einen extra Print, damit die beiden Ausgaben so ein bisschen voneinander getrennt sind, denn wir bekommen hier zweimal diese 8 Möglichkeiten angezeigt und sagen auch hier wieder, führe das mal aus und ja, okay, wenn ich hier auch einen Doppelpunkt setzen würde, wie hier oben auch. Und jetzt gucken wir uns das mal an und schauen uns an, das hier ist die bisherige Ausgabe gewesen mit den geschachtelten Schleifen und das hier ist jetzt die Ausgabe mit den Iter-Tools Produkt. Und das Ergebnis ist exakt das gleiche. Also auch hier 2, 4, 6, 8 Ausgaben und wenn man die Ausgaben mal vergleicht, haben die Werte x, y und z exakt die gleichen Werte. Und warum ist das jetzt schöner? Das hier ist viel einfacher zu lesen. Diese Idee mit diesem eingerückt, eingerückt, eingerückt ist fehleranfällig. Da muss man immer höllisch aufpassen, dass man die Einrückung richtig macht und nicht irgendwie zwischendurch irgendwas falsch macht. Und wir wiederholen hier dreimal diese 2. Ne? Also nehmen wir mal an, wir haben einen Würfel, der besteht aus 3 mal 3 mal 3 Elementen. Da muss ich hier überall eine 3 reinschreiben. Hoffentlich habe ich mich dabei nicht vertippt und irgendwo noch eine 2 stehen. Hier muss ich nur einmal die 3 reinschreiben. Und wenn wir das jetzt mal ausführen, dann sehen wir jetzt hier, dass wir 27 Möglichkeiten bekommen. Dreimal die 0,
Und dann geht es bis 222, 27 Möglichkeiten und hier auch dreimal die 0, 222. Auch hier wieder das Ergebnis völlig identisch, aber viel einfacher eben anzupassen. Und wir haben dieses ganze Eingerücke nicht, sondern wir sagen einfach nur am Anfang, gib mir doch einfach alle Möglichkeiten, die bei den Zahlen 0 bis inklusive 2 vorkommen, wenn ich dann da drei Zahlen rausliefer. Und das wäre die Lösung für Python. Und jetzt gibt es aber natürlich den Hinweis, ja, aber was ist denn als Beispiel, und jetzt lassen wir das SIS mal weg, was ist denn ein Beispiel, ich habe jetzt keinen 3x3x3 Würfel, sondern ich habe einen 5x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